Hallo und willkommen zurück zu The First Templar mit Hubert und Uchi abzocken und so. Yeah! Ja! Abzocken und so, abzocken und so. Genau. Und so. Und so. Geht es weiter. Von der Taverne ja, weg genau. In Richtung. Wieder da zurück, wo wir schon mal waren. Hinterhalte und ein verschwundener Templar. Hier geht noch viel mehr vor. Hier ist ein weißer Pfeil, aber da kommen wir jetzt hin. Oh! Ja, weißer Pfeil soll ja auf auf versteckte Sachen hindeuten. Drauf da. Alter, die können aber was ab. Ja, die halten gut was aus, muss ich auch sagen. So. So, der ist weg. Der ist auch weg. Ich guck mal. Also jetzt kriegt er es. Aua! Und hui! Ja. Yeah. Ah. Aha. Wer hat euch geschickt? Niemand! Bei Gott, verschont mich! Mein Bruder wird euch töten. Verärgert ihn nicht. Es war der Einäugige. Er wollte den Tod aller, die diese Straße benutzen. Wir brauchen ihn nicht mehr. Roland, lasst ihn. Er hat den Namen des Herrn unnützlich geführt. Gott sei seiner Seele gnädig. Alter! Ja, Roland ist gnadenlos. Ah! Ja, diese weißen Punkte auf der Karte, die zeigen immer auf irgendwelche Hinweise hin. Und eben gerade waren auch Schritte auf der Karte zu sehen. Das ist immer so ein Zeichen für hier Schritte, die woanders hinführen. Und jetzt wird nämlich auch auf der Karte hier auch wieder so ein weißer Haken angezeigt. Gehen wir mal erst hin, ne? Ja, da gehen wir auf jeden Fall erst hin. Der Friedhof ist uralt. Es gibt kein Dorf in der Nähe. Sollen wir hier uns mal umgucken? Ja. Wer weiß, was uns hier erwartet. Zombies. Left 4 Dead. Incoming! Was, wo? Nein. Oh, jetzt werden mir ganz viele Pfeile angezeigt auf der Karte. Hier, drei Stück, vier. Oh, ich habe eine Kiste gefunden. Hier bei einer Urne. Warte mal, du bist gelb. Bist du der gelbe Pfeil? Nein, ich bin der grüne. Da hinten ist er läuft doch. Und er läuft und läuft. Ja, hier ist wieder so ein Schatzsuchgebiet. Deswegen wurde wahrscheinlich für dir mehrere Sachen angezeigt. Mhm. Und er ist ganz schwierig versteckt. Aha, ich habe ihn kaum gefunden. Oh, krass. Tool 7 von 8. Cool. Ihr habt 500 EP gefunden. Komm, gleich nächste Fähigkeit. Scheiß drauf, machen wir jetzt gleich klar. Echt? Nächste Fähigkeit? Wieder schon. Jo. Klar. Okay, Fähigkeit. Was haben wir da? Nein, das haben wir nicht. Das haben wir auch nicht. Ach, ich hole mir noch eine Gesundheitskugel. So. Ich will verborgen. Was ist verborgen? Nein, Entschuldigung. So viel ist verborgen. Ist noch nicht angezeigt, genau. Raserei. Raserei, alles klar. Der Roland. Cool. Der böse, böse Roland. Als nächstes gibt es Schlag des Zeloten. Was ist ein Zelot? Das weiß ich das nicht. Das ist eine gute Frage. Alter, was ist eine Kombi? Das ist ja ekelhaft. Ja, einfach schön Button-Mashing einfach rein da. Immer drauf. Irgendwann kann, immer klappt eh alles. Gibt es hier noch jetzt Spuren? Okay. Ja, gibt immer Spuren. Und hier hast du aber nichts gefunden. In der Ecke. Was? Ich habe noch gar nicht weiter. Ich habe irgendwann nach dir geguckt. Achso. Hier hoch müssen hier wir. Hier werden Gegner angezeigt? Wird ein Gegner angezeigt, ja. Bam, ausgekontert. Bam. Wie konntest du? Hier liegt einer rum. Wenn die Hunde ankommen, da wird mir immer A angezeigt als Kontern. Okay, ich mach mal untersuchen. Ich darf vorstellen, unser Templerbruder. Oh, hallo. Die Hunde haben ihn nicht getötet. Es waren die Pfeile. Kein Wunder. Hey, das ist ein guter Schild. Etwas mehr Respekt. Hier liegt ein Ritter. Der tot ist, im Gegensatz zu uns. Der Schild könnte euch nützlich sein. Ihm war er nicht nützlich. Ruhet in Frieden, Bruder. Schild nehmen. Da. Zack. Okay. Schild des Kommandanten, Waffenteile gefunden, Waffe des Kommandanten, 2 von 2, Waffenteil, ihr habt das Waffenteil, Schild des Kommandanten gefunden,
Waffe vollständig, ihr könnt sie im Ausstattungsbildschirm ausrüsten. Das werde ich sofort tun. Ja. Ausstattung. Waffen. Waffen des Kommandanten. Zack. Ja. Nicht schlecht. Wird leider nicht angezeigt, inwiefern das irgendwie vorteilhaft ist, aber wahrscheinlich je seltener die zu finden sind oder je später die zu finden sind, umso besser sind die, vermute ich mal. Stimmt. Aber hübsch sieht's aus. Ja, zeig. Oh ja. Okay. Das ist doch Warte, nicht dass schlecht. Ich jetzt dein Schild nicht nehmen kann. Ich hätte gern ein Schild. Du hättest gern ein Schild? Ja, manchmal, also, man kann ja auch so blocken, aber... So, und hier oben ist vielleicht noch irgendwas? Oh, ich kann die Krypta untersuchen hier. Warte mal, ich komme da mal hin. Ja. Hier ruht Guido von Lurian. Schlug erfolgreich 87 Schlachten. Boah. Erstickte an einem Hühnerknochen. Geil. Respekt. Respekt, krass. Leute, esst kein Fleisch. Auf keinen Fall. Ja, 87 Schlachten. So, das ist schon absurd. Dieser Templer kämpfte gegen Hunde und Pfeile. Achso, willst du da weiter? Oh. Ja, hier scheint ja noch irgendwas zu sein. Hier geht's ja nicht zum Punkt, wo es weitergeht. Und irgendwelche Leute haben ja den Templer weggemacht. Eiskalt. Aber hier ist nichts mehr zu finden. Das ist sehr schade. Ich hab gehofft, hier ist noch irgendwie was. Echt nichts mehr. Nee. Oder hier oben? Nee. Nee. Ha, schade. Ich hätte gedacht, hier gibt's noch irgendwie was. Na gut. Dann weiter. Egal, wer ihn getötet hat. Lass ihn verrotten. Na, das finden wir eh raus. Hier offen. Auch Spuren, oder? Ja, gucken, das sind die Spuren, die wir verfolgt haben. Ja, die sieht man ja jetzt nicht mehr. Ah, nee, richtig. Jetzt geht's wieder zurück. Hat unser Bruder etwas entdeckt, das ihm das Leben kostete? Schon stylisch, wie sie darüber springen. Mhm. Ja. Musik ist auch sehr schön. Der Einäugige hinter all den Hinterhalten. Aber aus welchem Grund? So oder so, wir werden es herausfinden. Ja. Dann wird er es bereuen. Das ist... Jetzt sind wir wieder bei der Hütte gleich. Ui. Ah. Seid gegrüßt, Brüder. Die Abtei ist geschlossen. Wir müssen auf die Insel. Wer hat das Kommando? Bruder Lorenzo ist für dieses Sanktuar verantwortlich. Er wird euch nicht willkommen heißen. Wir freuen uns auch, euch zu sehen. Bitte, Brüder. Ein schrecklicher Fluch sucht diese Wälder heim. Bruder Lorenzo hat geschworen, Tag und Nacht zu beten, bis der Fluch gebrochen ist. Keine Außenstehenden. Warum überrascht mich das nicht? Wir verlangen, mit Bruder Lorenzo zu sprechen. Das Sanktuar ist kein Ort für Krieger mit Schwertern. Unsere Schwerter haben die Bestie erschlagen und damit den Fluch von diesem Ort genommen. Welch wunderbare Neuigkeit. Gott sei gepriesen. Und die Templer seien bedankt. Also gut. Nehmt das Boot zur Abtei und setzt Bruder Lorenzo von diesem Wunder in Kenntnis. Gottes Wege sind wahrhaft unergründlich. Schließlich kamen wir zur Abtei Saint-Jacques, wo man uns sagte, eine gewisse Marie von Ibelin werde gegen ihren Willen festgehalten. Betende Dominikanermönche taten ihr Bestes, uns zu ignorieren, und ich fragte mich, ob sie uns nur das Eindringen in ihrer Abgeschiedenheit übel nahmen oder ob sie etwas zu verbergen hatten. Dies ist ein Heiligtum. Zieht hier nicht eure Waffe. Ich gebe mein Bestes. Suchen wir diesen Bruder Lorenzo. Okay. Und damit steht es fest, wir haben eine Tour vergessen. Nein! Ja, haben wir. Wir hatten nur 7 von 8. Ich muss das Spiel nochmal von anfangen. Nein. So. Jetzt sind wir hier. Und wir sollen keine Waffen ziehen. Ich darf auch keine Waffen. Ich kann auch keine Waffen ziehen, verdammt. Ich werde natürlich sofort ausprobieren. So, wer seid ihr denn hier? Hallo? Hallo, hallo? Sind nicht sehr redefreudig. Nö. Alles von der Türen, die man nicht öffnen kann. Irgendwelche Leute, die hier rumlaufen. Ach. Ändert auch wieder Assassin's Creed, ne? Irgendwie. Mhm. Ja, ist alles schon sehr nah beieinander. So. Ist hier was Schönes?
Die Predigt hat bereits begonnen. Sputet euch. Der sputet. Hier gibt es verschiedene Zeichen auf der Karte. Mhm. Nebensachen. Oh, hallo. Oh, hier gibt es das zu lesen. Okay. Was ist im vergangenen Jahrhundert? Bei mir steht's nicht. Heiligen Amt des Papstes. Okay, bei mir läuft gerade was. Meine Vorgänger waren nicht nur unfähig, sondern etwas weitaus Schlimmeres. Sie waren Antichristen in der Maske des Papstes. Diese sogenannten heiligen Männer schicken sich an, den derzeitigen Papst zu ermorden und sein Amt zu übernehmen. Ich kann nur hoffen, dass die Geschichte Johannes den 12. vergisst, diesen verzogenen Balg. Noch keine 20 Jahre alt verschleuderte dieser Caligula unserer Zeit Geld, machte aus dem päpstlichen Palast eine Lasterhöhle und wurde schließlich von einem eifersüchtigen Ehemann ermordet, als dieser ihn mit der fraglichen Gattin im Bett ertappte. Ich werde diesem Possenspiel ein Ende bereiten. Und ich kenne auch genau die richtigen Leute, die mir dabei helfen werden. Papst Gregor der Siebte, 1073. Oh, hauha, wie geht's der erste Sache? Boah, ich muss mich entschuldigen. Aber dir nichts zu hören? Jetzt. Ah, alles klar. Okay, das war's bei mir. Ja, das heißt der Sache dort. Ja. Ja. Okay, wir müssen mal gucken, dass es bei uns gleichzeitig läuft, weil sonst ist ja echt blöd für den anderen. Ja, richtig. Kiste! Ja, yeah. 500 EP gefunden. Cool. 1 von 7. Ist ja auch noch was. Was? Ob es ja auch noch irgendwas gibt. Ich bin neugierig. Hier geht's hoch. Jo. Toll. Hier müssen wir bestimmt gleich hin. Hier nochmal eine extra Runde. Nee. Tu das mal. Ich stehe hier mal kurz rum. Und tu so, als würde ich es nicht machen. Das würde ich nicht machen. Okay. Vergib mir, Herr, denn ich habe gesündigt. Jede Nacht höre ich ihre Schreie. Und ich habe ihr Blut an meinen Händen. Oha. Nein, der Herr verbrochen. Hm. So, mir wird hier noch irgendwas Nebensächliches angezeigt. Ja. Der graue Pfeil da, oder weiße Pfeil, was ist denn das? Rot oder weiß? Bei mir ist es eher weiß. Ja, ich denke auch. Ich will dahin. Lass mich dahin. Ich will sehen. Meins. Was ist das? Oh, große Kiste. Bomb. Segen des brutal machtvollen Angriffs. Euch wird bis zum Ende des Kapitels brutaler machtvoller Angriff gewährt. Eine mächtige Version der Fähigkeit machtvoller Angriff. Machtvoller Angriff kann ein Schild des Gegners zerbrechen oder sie niederschlagen. Aha, also okay. Der gedrückte Heidenschlag. Ja, cool. Sehr gut. Geht so. Nicht. Oh. Hier geht das wieder weiter. Okay, dann sind das, werden uns immer diese weißen Sachen, dann müssen wir da immer hin. Ja.
Ganz wichtig. Boah, jetzt bist du aber gerade gebackt. Ja, das, das wird bei Spiegel öfter mal der Fall sein. Oh. Laufen sie bei dir auch? Ja, klar. Was ist wohl die größere Sünde? Den Körper eines Menschen zu foltern, um seine Seele zu retten? Oder untätig zuzusehen, wie der Teufel ihn verzehrt? Wenn der Rechtschaffene dem Teufel nicht die Stirn bietet, wer dann? Das Böse lebt noch, aber nun wird es von der Inquisition bekämpft. Ich kann die reinigenden Flammen sehen. Ich sehe eine Zukunft, die vom Teufel befreit ist. Ich sehe die Erlösung für uns alle. Gott segne euch alle. Amen. Na dann. Ja. Gesegnet. Können wir jetzt gehen? Nee. Okay. Was führt euch hierher, Templerbrüder? Neuigkeiten, Vater. Wir haben die Bestie erschlagen, die eure Herde gejagt hat. Der Herr sei gepriesen. Die Inquisition wird sich eurer Tat mit Wohlwollen erinnern. Wir suchen nach einer Freundin, Marie von Ibelin. Aber der Zugang zur Abtei ist Frauen verwehrt. Wir werden uns dennoch umsehen. Vielleicht ist sie hier. Jeder macht Fehler. Die Inquisition macht keine Fehler. Für euch ist hier nichts von Belang. Na, das hört sich auch verdächtig an. Ja, wart auf andere Spieler. Was? Wart auf andere Spieler? Achso, bei mir steht hier gerade was. Dann lese ich gerade mal vor, wahrscheinlich schließe ich es bei dir auch gleich. Folgt Bruder Lorenzo, Lorenzo, um mehr über Maries Aufenthaltsort zu erfahren. Lasst Vorsicht walten, denn wenn ihr ihm zu nahe kommt, wird er misstrauisch. Aber fallt auch nicht zu weit zurück, sonst verliert ihr ihn. Und mit ihm alle Hoffnung, Marie zu finden. Was okay. Nun? Okay, bei mir kommst du. Er wird uns zu ihr führen. Da hinten steht er, ne? Ist er das? Ja, genau. Ja, okay. Dann folgen wir ihm unauffällig. Ganz unauffällig. Fällt gar nicht auf, dass die ganze Zeit... Sonst hört er eine uns. Schreckliche Plage sucht unser Dorf heim. Die Kinder leiden Todesqualen. Seid beruhigt. Ich schicke Männer, die Schuldigen zu bestrafen. Eure Körper mögen dahinsiechen, doch eure Seelen werden gerettet. Was zum... Was ist da los, Alter? Er lässt sie halt töten. Ja, warum nicht? Hauptsache weg damit. Oh Mann, ey, kranker Bastard. Wie gehst du? Ich halte die, Menschen. Alle haben Angst. Ah. Gut. Angst ist deine Tugend. Ich will Bücher. Stärkt den Glauben. Gott schütze euch, Bruder. Ich drück die halt die Suchentaste gedrückt und geh dann. Achso. Also die, wo man auch Spuren liest und so was. Mhm. Ah ja. Oh, jetzt ist er aber hier. Wo ist er? Fix unterwegs. Hier drinnen. Ja, der hat dort Dreck am Stecken. Haben wir ja erzählt. Verzeiht die Störung, Vater Lorenzo. Isaiah hat nach euch gefragt. Ich werde ihn umgehend treffen. Okay. Wer ist Isaiah? Ja, wer ist Isaiah? Schön, wie die Klamotten so knatschen, ja? Mhm. Da, 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 da. Lasst uns herausfinden, wer dieser Isaiah ist. Meine Rede. Ja. Nee, Rolands. Ja, der Roland. Vater, dieser idiotische Mönch am Dock hat die beiden Templer in die Abtei gelassen. Ich weiß, mein Sohn. Ach nee. Ich habe mit ihnen gesprochen. Sie suchen das Hexenmädchen. Überlasst sie mir. Sie haben die Bestie getötet. Nein. Es darf keine offene Auseinandersetzung geben. Warnt die Männer unten nur für den Fall. Was ist, wenn sie die Kerker finden? Tötet die Gefangenen. Allesamt. Und dann verfahrt nach eurem Belieben. Ja, Vater.
mit Freuden. Mhm. Dieser Typ, Alter. Alter. Ach nee. Der Einäugige aus dem Wald. Dieser Schuft Lorenzo hat gelogen, was mich nicht überrascht. Wir müssen uns bedeckt halten. Marie schwebt in Gefahr. Wollen wir hier ran? Nee, achso, wollen wir nicht. Erst noch. Was? Also wollen wir, ja, aber in der ersten oder nächsten Folge. Okay. Ah, ich mag das ja. ich will... Okay. Aber warte, denn bevor wir... Denn eine Sache mal noch. Fähigkeiten. Fähigkeiten. Oh nein, nur 800. Oh, da geht gar nichts. Nee. Da geht überhaupt nichts. Na gut. Ja. Aber wir haben unser Bonus hier erfüllt. Bruder Lorenzo darf eure Anwesenheit nicht bemerken. Haben wir geschafft. Ja, cool. Sehr schön, so gefällt mir das. Das wird. Ja, damit alles hätten wir es dann. Damit haben wir es dann. Für diese Folge. Auf jeden Fall. Und sind ja gespannt, was uns da hinter den Regal da erwartet. Das sah ja nicht so appetitlich aus. Einmal so grobes Startfazit. Startfazit, du meinst des Spieles? Des Spieles? Also mir macht sehr viel Spaß. Es hat wirklich, also es ist wirklich stark in dieser Glaubensrichtung, was zu erwarten war. Ja. Aber bis jetzt, so rein von der Spielmechanik her, gut, das Einzige, was ein bisschen stört, ist halt dieses Rumgeläge vom Server. Ja, aber gut, das genau. Kann man halt nicht weiter drücken. Es geht aber so im Großen und Ganzen. Also so rein spielerisch macht es mir sehr viel Spaß. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ich auch. Sehr schön. Und so grafisch und so, das, wie gesagt, das macht das schon Bock. Finde ich okay. Top-Grafik, aber es ist schon vollkommen in Ordnung. Ja, die Dialoge und so sind schon witzig, also sie sind jetzt nicht so on top, also weiß ich nicht, die Synchronsprecher haben da wahrscheinlich auch ihren Spaß dran gehabt, ich weiß es nicht. Bestimmt. Aber ich find, man sollte da auch nicht zu viel verlangen hier. Ich finde es gut, so wie es ist, und es macht auch Spaß, von daher, das ist so das Wichtigste. Genau, war auch vergünstigt, haben wir es auch erworben, ne? Ja, zu dem Zeitpunkt, wo wir es gerade spielen, müsste es auch noch im Angebot sein, glaube ich. Okay. Weiß ich gar nicht so genau. Ja, ich glaube, bei der... Ja, nee, jetzt bestimmt nicht mehr. Na, jetzt... Ja, zu der Folge jetzt vielleicht unbedingt nicht mehr. Zum Anfang des Let's Plays war es das noch. Ja, genau. Jetzt ist leider vorbei. Oh, jetzt ist leider vorbei. So ein Mist. Du musst das Doppelte ausgeben dafür. Ja, aber der Sommer ist nah. Der Steam-Summer kommt. Ja, genau. Natürlich auch, wir spielen natürlich auch über Steam, das haben wir auch noch nicht gesagt, aber... Wobei das Spiel an sich selber nochmal über eine andere Plattform läuft, wo wir es vorher erstmal auch noch registrieren mussten. Ja, das war ein bisschen nervig. Das war also der Start, war ein bisschen mal reintesten, aber so spielmäßig macht es echt Bock. Ja, hat ja jetzt auch im Nachhinein alles geklappt. Genau. Ja, und dann, das ist doch cool. Dann sagen wir mal... Bis zum nächsten Mal, tschüss. Genau. Sagen wir tschüss jetzt. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal sagen wir bestimmt auch tschüss. Aber ja, sagen wir bestimmt auch tschüss. Das werden wir dann sehen. Und ihr auch. Das werden wir dann sehen und ihr auch. Genau, Leute. Dann haut rein bis dahin und lasst es euch gut gehen. Genau. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.